Das vierte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebst auf dem Boden, den der Ewige, dein Gott, dir gibt. In einem Beichtspiegel lese ich zum vierten Gebot folgende Sätze. Warst du gegen deine Eltern und Erzieher ungehorsam, trotzig, böse? Hast du den Eltern und Vorgesetzten nicht aufs Wort gehorcht, nur mit Murren? Luther sagt in seinem großen Katechismus zu diesem Gebot, willst du nicht Vater und Mutter gehorchen und dich von ihnen erziehen lassen, so gehorche dem Henker. Das heißt, so wirst du am Galgen enden. Dann weitet Luther den Gehorsam gegen die Eltern aus zum Gehorsam gegen alle Obrigkeit. Bei diesem Gebot muss auch weiter die Rede sein von dem Gehorsam gegenüber Oberpersonen, sagt Luther, die zu gebieten und zu regieren haben. Gleichfalls muss der Vater auch Gesinde, Knechte und Mägde im Hausregiment unter sich haben. Der Beichtspiegel und die Lutherauslegung sind zwei Zeugnisse der ungeheuren Verdrehung des Sinnes eines Gebotes. Gebote treten ein für die Verletzlichen, für die Ungeschützten, für ihre Freiheit und für ihr Wohlergehen. Nun sollte das vierte Gebot plötzlich für die reden, die die größere Macht haben, für die Macht der Eltern über ihre Kinder, für die Macht der Herren über ihre Knechte, für die Macht aller Amtspersonen über die Untergebenen. Aus dem Freiheitssatz sollte plötzlich eine Knute werden gegen die Kleinen und Unterlegenen. Der ursprüngliche Sinn des Gebotes ist ein anderer. Die Adressaten des vierten Gebotes sind die erwachsenen Kinder, die für ihre alten und hilflosen Eltern sorgen sollen. Die Alten waren unversorgt in einer Gesellschaft von Nomaden. Für sie spricht der Gott, dessen besonderes Augenmerk auf das gefährdete und ungeschützte Leben geht. Das vierte Gebot hat mit dieser falschen Auslegung in der Geschichte des Christentums zu einem fatalen Gehorsamsdenken geführt. Alles, was von oben kam, den Eltern, den kirchlichen und weltlichen Behörden, dem Staat, den Arbeitgebern, hatte immer schon den Schein des Rechts, des Heiligen und Unantastbaren. In der Nazizeit zirkulierten in der evangelischen Kirche Listen mit Namen von Menschen, deren Leben besonders gefährdet war und für die man beten sollte. Der Name von Dietrich Bonhoeffer, der wegen seines Widerstands im Gefängnis war und später ermordet wurde, haben Teile dieser Kirche gestrichen, weil er als Mensch des Widerstands sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hatte. Welche Perversion eines Freiheitsgedankens! Kritik, Widerstand, Empörung, Skepsis hatten es schwer gegen die Wucht eines solchen Denkens, in dem Gehorsam alles war. Der Glaube führt nicht nur ein in den Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Er lehrt auch die Tugend des Zweifelns und der Skepsis. Der Glaube lehrt uns zu entgötzen, was sich so mächtig und unhinterfragbar aufspielt. Der Glaube an Gott lehrt den Unglauben den Götzen gegenüber. Der Zweifel ist eine lebensrettende Tugend. Was sagt uns das richtig gelesene vierte Gebot heute? Menschen sind die, die für ihre Enkelkinder sorgen und die die Namen ihrer Großeltern kennen. In einer wirklichen menschlichen Gesellschaft weiß man, dass keine Generation für sich allein ist. Man sorgt für die Zukunft der Kinder, für die Atemluft, für ihre unverseuchte Welt und für ihren Glauben. Und man sorgt für die Alten, die sich nicht mehr durch ihre Produktivität und durch ihre Effizienz ausweisen können. Sind wir eine menschliche Gesellschaft? Wie gehen wir mit unseren Alten um? Vielleicht werden in absehbarer Zeit die Alten die große Elendsgruppen in unserer Gesellschaft sein. Die Menschen werden älter, leben länger
Die Familien bestehen fast nur noch aus zwei Generationen. Die Großfamilie mit vielen Kindern und unterschiedlichen Generationen gibt es kaum noch. Bisher haben die Frauen die Alten gepflegt und wurden darüber nicht selten Opfer. Kann man sich vorstellen, dass Männer und Frauen, die oft in gleicher Weise berufstätig sind, auch in gleicher Weise sich für die Alten verantwortlich fühlen? Altenheime werden gebaut, aber fast nur Bessergestellte können gute Heime bezahlen. Privat und von Einzelnen aber ist die Frage der Alten kaum zu lösen. So kann es sein, dass ein Großteil der Alten dieses Landes ihre letzten 10 Lebensjahre in psychischem, viele auch in materiellem Elend verbringen. Warum können wir die Alten nicht ehren, wie es das Gebot verlangt? Unsere Gesellschaft plant auf lange Zeit vor. Sie plant vor, wie viele neue Autobahnen gebaut werden, wo neue Gewerbe angesiedelt werden, mit welchen Waffen sie sich verteidigt. Die Zukunft der gesellschaftlichen Großgruppe der Alten wird weniger überlegt. Vielleicht liegt das an der Scheu des Menschen, selber alt zu werden, an der Scheu vor dem eigenen Tod. Ich bin selber alt und überlege, ob das vierte Gebot auch uns Alten etwas zu sagen hat. Wir Alten scheuen oft unser eigenes Alter. Wir lassen uns gerne ausreden. Viele schminken und kleiden sich wie die Jüngeren. Die Krückstöcke, die wir brauchen, werden zu Gehhilfen. Wir folgen der verschleiernden Benennung der Gesellschaft und wir nennen uns Senioren. Wir lassen uns beschäftigen, wie man Kinder beschäftigt, gehen auf Butterfahrten, gehen zum Altentanz und tun so, als spielten wir noch wirklich mit. Schön, wenn man das kann und wenn einen das Alter nicht zu früh plagt. Aber wir sind alt und wir werden bald sterben. Wir können nicht nur von den Jüngeren erwarten, dass sie uns ehren. Wir sind es uns schuldig, uns selbst zu ehren. Es gehört zu unserer Würde, uns nicht in das große Unsterblichkeitsspiel hineinziehen zu lassen. Wir müssen sterben. Und man kann uns das Alter nicht schöner reden, als es ist. Nein, das Alter ist nicht schön. Jedenfalls nicht das sehr hohe Alter. Es ist nicht schön, wenn wir das Gedächtnis verlieren, wenn uns niemand mehr wirklich braucht und wenn wir anfangen, über uns selbst zu lachen. Es ist nicht so, dass man im Alter weiser, gelassener und gütiger wird. Es häufen sich meistens die Schwächen, auch die Schwächen unseres Charakters. Wenn wir den Jüngeren etwas voraus haben, dann ist es die Anzahl unserer Niederlagen. Und manchmal, nur manchmal, machen sie uns menschlicher. Vielleicht besteht die Größe eines alten Menschen darin, sich nicht mehr zu beweisen, es aufzugeben, stark, jung und unverletzlich zu sein. Und vielleicht gibt es eine letzte Güte, die darin besteht, von dem Tod die Augen nicht zu verschließen. Er ist nah, und die Alten wissen es besser als andere, dass das Leben nur noch Frist ist. Die Alten sollten nicht geehrt werden, weil sie so ehrbar sind, sondern weil sie es brauchen, weil sie, je älter sie werden, umso mehr zu den Geringen im Land werden. Für diese aber treten die Gebote Gottes ein. Mit den folgenden Sätzen umschreibt Dorothy Sölle das vierte Gebot. Du sollst nicht von dir denken, du wärest ganz allein. Du hättest nur für dich Verantwortung. Du sollst den Vertrag, der deine Kindheit behütet hat, nicht brechen an den Hilflosen. Du sollst Zeit für sie haben und Ohren für sie. Auch für das, was sie vielleicht nicht mehr sagen können. Du sollst niemanden abschieben. Du sollst leben inmitten vom anderen Leben. Das lebt wie du und das stirbt wie du.